Herz schlägt. Hallo Leute und herzlich willkommen zur dritten Folge der FIFA 21 Werder Bremen Karriere. Und heute ist das erste Mal Gameplay angesagt. Es geht gegen den Sportclub aus Freiburg und wir schauen mal in den Kalender. Vielleicht spielen wir heute auch noch gegen Köln, ich weiß das noch nicht. Eigentlich, ihr kennt das vielleicht, wenn ihr letztes Jahr schon dabei wart bei der Karriere, spiele ich immer zwei Spiele im Part selber und schneide euch das halt schön zusammen. Ich weiß aber nicht, wie schnell wir durch diese Woche kommen. Vor allem, wenn ich die Trainingseinheiten ja auch irgendwann nochmal spielen muss. Weiß ich nicht ganz, wie das läuft, aber also eigentlich immer zwei Spiele in der Folge. Wir müssen heute einfach mal gucken, wie lange das jetzt dauert mit dem Freiburg-Spiel in der Woche bis nach Köln. Vielleicht gibt es heute nämlich auch schon direkt zwei Spiele, aber seid mir bitte nicht böse, falls wir nur das Freiburg-Spiel haben. Aber damit wir auch so möglichst viel schaffen, will ich so schnell es geht reinstarten. Damit quatschen wir jetzt nicht mehr groß drumherum. Ich zeige euch hier nochmal die Einstellung. Wir spielen erstmal auf Legende. Was heißt erstmal? Ich habe schon Angst, dass Legende uns komplett aus dem Leben reißen wird. Der Wettkämpfermodus ist aus. Weil wenn wir immer ein neues FIFA, immer wenn man ein neues FIFA hat halt, ist das alles immer etwas schwieriger am Anfang. Deswegen lassen wir erstmal Legende und Wettkämpfer-Modus aus und werden einfach mal schauen, wie das Spiel denn so läuft. Damit ein herzliches Willkommen hier aus dem Wohninvest Weserstadion in Bremen. Und Werder Bremen empfängt ihr heute am ersten Spieltag der neuen Fußball-Bundesliga-Saison den Sportclub aus Freiburg. Ich weiß nicht, haben wir eine Hymne im Hintergrund? Wir haben auf jeden Fall einen sehr coolen Stadionsprecher. Ich will da eigentlich gar nicht drüber quatschen. Und die Haare von Chong. Das ist so geil mit diesem Stadionsprecher, Leute. Sag mal, soll ich da überhaupt drüber quatschen oder nicht? Ich weiß es nicht. Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Und die Fans gehen richtig mit, wenn der was sagt. Also das feiere ich schon echt mega. Aber leider haben wir anscheinend keine Hymne. Wir schauen mal auf die auch schon. Pavlenka auf jeden Fall bei uns im Kasten. Gebre Selassie, Velkovic, Toprak, Augustinsson in der Viererkette. Klaassen, Bittencourt, Eggestein im Dreier-Mittelfeld. Chong, Füllkrug und Rashica in der Dreier-Offensivreihe. Ich weiß gar nicht, ob ihr mich überhaupt hört oder wie laut der im Hintergrund schreit. Das werde ich dann erst im Nachhinein sehen. Auf jeden Fall, wir haben sogar mal einen Johann Mina mit auf der Bank. Mal gucken, vielleicht kriegt er jetzt sogar seine Einsatzminuten. Bin mal gespannt, wie die Freiburger spielen. Auf jeden Fall, einen Schwolo dürften sie ja eigentlich nicht mehr haben, ne? Ja, richtig, Marc Flecken steht da nämlich im Kasten. Schmied, Gulde, Heinz, Günther in der Viererkette. Das Mittelfeld aus Kwon, Haberer, Santa Maria und Vincenzo Grifo. Und Höhler und Petersen bilden die beiden Stürmer. Ich bin mal gespannt, das ist eigentlich eine Mannschaft, die wir schlagen könnten auf jeden Fall, vielleicht sogar sollten. Und deswegen gehen wir jetzt direkt rein ins Match. Wir kommen schon mal direkt gut nach vorne über Milot Rashica. Wir probieren es direkt mal mit einer Flanke. Bittencourt ist nicht der Größte, aber Leo Bittencourt direkt nach 3 Minuten. Da verschlug ich mich hier schon fast. 1:0 für Werder Bremen. Haben wir eine Tolle? Nee. Wir haben leider keine Torhymne. Schade. Also von Werder Bremen gibt es keine Torhymne. Da haben wir das schon mal herausgefunden. Muss ich die selber einblenden. Ich glaube, ich habe sie euch jetzt hier mal weggelassen, damit ihr hört, wie die FIFA-Sounds halt sind. Und ich glaube, das war das ein Eigentor? Wir schauen das hier gerade nochmal an. Das könnte... mit der Schulter von Bittencourt war es, glaube ich, doch. Auf jeden Fall führen wir direkt mal. Und das ist doch mal ein Auftakt nach Maß. Der Sportclub wehrt sich aber auf jeden Fall und so schnell haben sie zugeschlagen. Ich habe überhaupt keinen Zugriff bekommen in der Defensive. Und Höhler ist dann da und schiebt einen zum 1:1. Also 10 Minuten, 2 Tore gefallen. Ja, für den neutralen Zuschauer ist das ein ansehnliches Fußballspiel. Und ich höre irgendwelche Schreie im Hintergrund. Also die Sounds haben sie ja komplett überarbeitet. Ich bin ein bisschen begeistert, muss ich sagen. Es bockt schon auf jeden Fall. Ja, da war die Zuteilung in der Abwehr überhaupt nicht gegeben. Eggestein auf Milot Rashica. Von dem haben wir bisher noch nicht allzu viel gesehen auf seinem Flügel. Jetzt vielleicht mal Milot Rashica mit dem 2:0. 41. Spielminute. Man muss sich einfach nur mal beschweren. Und dann trifft der gute Mann. Der Mann mit der Nummer 7 auf der linken Außenbahn. Hat ja jetzt auch endlich ein Gameface in FIFA. Sieht richtig nice aus, muss man sagen. Auch Augustinsson und Eggestein natürlich auch mit Gameface am Start. Aber das habt ihr ja in der ersten Folge bei der Mannschaftsdurchschau schon gesehen. Wer da ein Gameface hat und wer nicht. Auf jeden Fall haut er den mit links eiskalt rein. Ich dachte, der Winkel wäre schon ein bisschen spitz geworden. Aber nicht zu spitz für Rashica. Und damit pfeift der Schiedsrichter auch zur Pause. Ist nichts mehr passiert nach unserem Führungstreffer. Und ich bin eigentlich, ja, zufrieden ist vielleicht das falsche Wort. Wir sind noch nicht ganz eingespielt auf jeden Fall. In der Offensive hapert es auf jeden Fall noch. Wir kommen da selten ins letzte Drittel. Und wissen dann meist nicht, wo wir mit dem Ball.
Wir gehen aber erstmal unverändert rein in die zweite Halbzeit. Ich denke mal so zur 60. wird dann die eine oder andere Änderung vollzogen. Wir haben da auf Außen jetzt wieder Rashica. Wir probieren einfach mal eine Flanke auf gut Glück. Und da ist Niklas Füllkrug, der chippt den Ball dann leider über den Keeper, aber auch über den Querbalken. Ganz, ganz schwer aus der Situation noch irgendwas daraus zu machen. Vielleicht hätten wir einfach mal knallen sollen und mal gucken, was passiert. Wir wechseln zum ersten Mal aus. Wir bringen Davy Selke für Niklas Füllkrug, weil Niklas Füllkrug hängt da vorne bisher leider völlig in der Luft. Davy Selke holt sich da gut den Ball von Schmid. Selke, wir gehen da vorbei. Wir gehen da nicht vorbei. Fast richtig stark gemacht. Ich hätte es vielleicht einfach mit links probieren sollen. Klaassen auf Chong. Der hat jetzt mal ein bisschen Grün vor sich. Tahith. Chong. Und da ist Chong. Und Leute, 70. Spielminute. Jetzt kommen wir dazu. Hier, die Enthüllung. Tahith Chong. Hinten auf dem Trikot drauf. Und direkt im ersten Spiel haut er hier den Ball in die Maschen. 3:1. Ich hatte ein bisschen Angst, dass das Spiel hier noch kippen könnte gerade, weil Freiburg wurde stärker. Aber ja, Tai Chong sagt nein. 3:1. Richtig stark. Das war allerdings auch seine letzte Aktion. Er geht runter. Dafür kommt Osako. Osako auf die 10, Bittencourt auf rechts. Und Eras für Klaassen, um einfach zu verwalten. Damit dürfte es jetzt eigentlich gewesen sein. Nachspielzeit ist abgelaufen. Der Schiri pfeift ab. Wir gewinnen das erste Spiel mit 3:1 und das geht auch in Ordnung. Freiburg hat nach vorne gar nichts mehr wirklich zustande bekommen am Ende. Wir werfen auch nochmal einen Blick auf die Spiele hin, wo ihr sehen wir, Freiburg hat halt nach vorne nicht wirklich was hingekriegt, obwohl sie 64% Ballbesitz hatten und auch eine gute Passgenauigkeit. Aber sie wussten vorne einfach nicht, wohin mit dem Ball. Okay, damit stehen wir jetzt vorm Spiel gegen den 1. FC Köln. Ich habe die Trainingseinheiten mal so mehr oder weniger gemacht. Ich habe immer die ausgewählt, wo wir schon mal ein A hatten. Und die Spieler aber gelassen, die mir das Spiel hier automatisch gestellt hat. Ich habe euch da jetzt mal nicht mitgenommen, weil das war jetzt halt nicht allzu spannend. Aber es sieht eigentlich, ja gut, es sieht hier oben ganz gut aus. Hier, könnte das etwas besser aussehen. Aber gut, man kann ja nicht alles haben, ne? Und damit direkt ein erneutes, herzliches Willkommen hier aus dem Weserstadion am zweiten Spieltag. Direkt, wir starten mit zwei Heimspielen. Gut, muss man auch nicht verstehen, aber nehme ich auf jeden Fall mit. Und wir empfangen heute den 1. FC Köln. Wir konnten ja einen 3:1 am vergangenen Spieltag einfahren und der war ja mehr oder weniger souverän. Die Leistung von uns hätte noch etwas besser sein können, aber heute mal gucken, wie es da läuft. Es macht die gleiche Mannschaft. Wir setzen auf die gleichen Leute, wir haben nichts geändert und schauen einfach mal, wie das läuft. Wir haben die Bank ein bisschen umgestellt, dass da jetzt mal die jungen Wilden mit dabei sind. Kein Selke, kein Osako, sondern eher so ein Sargent, so ein Eggestein, ein Mbom. Wir schauen einfach mal, wie das heute läuft. Pavlenka, der Mann, der im letzten Spiel nicht allzu viel zu tun hat. Ich glaube, er musste nicht einen Ball wirklich halten. Einer war halt drin. Wir schauen mal auf die Aufstellung. Pavlenka bei uns im Kasten. Gebre Selassie, Velkovic, Toprak, Augustinsson in der Viererkette. Das Dreier-Mittelfeld aus Klaassen, Bittencourt und Eggestein. Und die Dreier-Offensivreihe aus Chong, Füllkrug und Rashica. Alle getroffen, außer Füllkrug am vergangenen Spieltag. Und ihr seht, rechts auf der Bank sind mehr oder weniger die jungen Wilden. Abgesehen von Eras. Die Kölner, da sehe ich schon einen Zieler, ich sehe einen Hector, ich sehe eine gute Mannschaft. Ein Borno sehe ich da hinten noch laufen. Ein Psychos müsste das da auch noch sein. Wir schauen einfach mal nach. Zieler im Kasten der Kölner. Elhizibue, Borno, Psychos und Katterbach in der Viererkette. Hector und Skiri auf den beiden Sechserpositionen. Clemens, Duda, Kainz auf den offensiveren Mittelfeldpositionen davor. Und im Sturm Anthony Modest, die alte Kölner Legende. Und damit starten wir jetzt direkt rein ins Match gegen Köln. Oh nein, aufpassen, Duda, die Grätsche war jetzt nicht ganz so gut, aber Duda lässt sich ja 8 Jahre Zeit, bis er da was macht. Glück gehabt, das hätte ganz, ganz anders für uns ausgehen können. Florian Kainz, der Ex-Bremer über außen, Gebre Selassie kommt dann nicht hinterher. Kainz macht das gut, zusammen mit Katterbach, Kainz, wir brauchen da mal jetzt jemand anderen, Alter. Gebre Selassie war ja maßlos überfordert und im Endeffekt muss Pavlenka retten. War stark gemacht von Kainz, aber auch wieder nicht ganz so gut verteidigt von uns. Eckball für die Kölner, getreten von Jonas Hector. Toprak. Also Toprak, ne? Ich habe B gedrückt, dass er den Ball wegköpfen soll, ne? Und er macht einfach gar nichts. Und das Psychos dann den Volley à la Ronaldo raushaut. Damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet, aber gut. Drin ist drin, ne? Machst du nichts. Das war natürlich von Toprak auch eine butterweiche Vorlage. Von daher hätte ihn wahrscheinlich sogar meine Oma mit verbundenen Augen irgendwie reingemacht. Aber Psychos macht den da ja so perfekt rein. Wir gucken uns das natürlich hier nochmal an. Bam, Alter, keine Chance für Pavlenka. 1-0 Köln, wir liegen hin. Chong im 16er. Chong, wir gehen da gut vorbei und kommen dann nicht zum Abschluss. Jetzt, oh nein, das sieht ganz schlecht aus. André Duda mit dem 2-0. Also gegen Köln komme ich in der Abwehr gar nicht klar. Die machen das aber auch verdammt stark, muss man sagen.
Also Köln macht das ganz anders als in Real Life. Grüße gehen raus an den Leches. Weil in Real Life ist Köln ja aktuell auf dem absteigenden Ast, aber hier machen die das super. Die stehen defensiv top. Wir hatten noch nicht einen Torschuss. Und vorne nehmen die uns auch komplett hops. Den hätte man nicht mal hochspielen müssen bei dem klaffenden Loch, was wir da in der Abwehr haben. Ja, Halbzeit und wir sind absolut nicht drin im Spiel. Ohne Torschuss gehen wir hier in die Pause. Damit gehen wir rein in die zweite Halbzeit. Wir haben Füllkrug runtergenommen und Josh Sargent gebracht, weil, ja, da kam bisher noch nicht viel von Füllkrug. Mich würde mal interessieren, ob Sargent mittlerweile ein Gameface hat. Wie wäre es, wenn wir einfach mal am besten ein Tor mit ihm machen, um das herauszufinden? Oh, Mutter Maria Gottes, Alter. Was ist das denn für ein Ball? Jetzt Klaassen, da ist Sargent, da ist Sargent. Und als hätte ich es nicht vorher gesagt, lass uns mal ein Tor mit ihm schießen. Er trifft direkt, 5 Minuten auf dem Platz, dreh dich um. Ich will sehen, ob du ein Gameface hast, jetzt habe ich es nicht gesehen. Mal super. Aber wir schauen uns das hier noch an, das war gut gespielt. Und auch der Abschluss von Josh Sargent, schwerer Name, ungewöhnlich eiskalt. Und das sieht mir nach einem Gameface aus, Leute. Sagt mir, was ihr wollt, das sieht mir nach einem Gameface aus und das feiere ich ja mal mega. Wie viele Spieler haben bei Werder denn jetzt ein Gameface? Ich habe mir das, als wir die Mannschaft durchgeschaut haben, gar nicht alles angeschaut. Aber das ist ein Gameface und das sieht geil aus. Danke, ey, das hat dir richtig nice gemacht. Sargent mit einem traumhaften Ball auf Leo Bittencourt. Und das muss es doch jetzt sein, Bittencourt. Wir wollen zu viel. Warum schieße ich nicht einfach mal mit dem keine bösen Wörter benutzen, Weakfoot. Sargent auf Leo Bittencourt. Ich werde jetzt einfach mit dem Weakfoot schießen. Leo Bittencourt und es wird belohnt. 2-2, wir sind wieder da. Alles wieder offen in diesem Spiel. Leo Bittencourt, zweites Spiel, zweites Tor. Der Typ will sich hier in Bremen, glaube ich, nochmal zur Legende schießen. Und was für ein Tor das aber auch war. Knallt den da ja mehr oder weniger genau in den Winkel. Wir schauen uns das gerne nochmal an. Sargent, ein Tor, ein Assist. Macht er auch stark in seinem ersten Spiel in dieser Saison. Und das war mal ein richtig guter Schuss von Leo Bittencourt. 2-2, alles wieder offen. Jetzt aber aufpassen, die Kölner kommen. Über Andersson müsste das gewesen sein. Skiri auf Duda. Pavlenka hält uns im Spiel. Leo Bittencourt wieder auf Sargent. Sargent! Diesmal scheitert er an Zieler. Das wäre richtig wichtig gewesen. Dann hätte er sich aber hier auch sowas von zum Man of the Match machen können. Sargent, wir nehmen Chong mit. Chong, wir nehmen Bittencourt mit. Das ist jetzt mal gut gespielt. Wir legen nochmal in die Mitte auf Klaassen. Wir haben keine Anspielstation. Jetzt Sargent! Kommt nicht zum Abschluss. Das war natürlich ein schlechter Ball von den Kölnern. Vielleicht kriegen wir nochmal diese eine Gelegenheit. Er pfeift ab! Als ob er jetzt abpfeift. Ach ey, Herr Schiedsrichter, ey. Naja, ich kann eigentlich ganz zufrieden sein mit dem 2-2. Ich meine, wir lagen 2-0 hinten. Haben eine richtig gute Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit gezeigt, nachdem Sargent reinkam. Der hat richtig Schwung gebracht. Und mit einem 2-2 kann man dann doch eigentlich ganz zufrieden sein. Wir schauen hier nochmal auf die Spielinfo. Und ja, das 2-2 geht in Ordnung. Ausgeglichener Ballbesitz, ausgeglichene Schüsse aufs Tor, Passgenauigkeit ähnlich. Von daher, es geht so in Ordnung. Wir haben auch gerade mal eben die Umwandlung von Karl Ninsch abgeschlossen. Jetzt ist er rechter Flügel. Wir wollten ja mal gucken, auf was wir den am besten machen. Er braucht ja eigentlich beide Arten von Pace. Gut, ja. Aber das gibt's hier leider nicht. Ja, da lassen wir einfach mal ausgeglichen da. Obwohl, er braucht ja auch eigentlich Schießen. Ja, wir geben ihm einfach mal wieder diesen inversen Flügelspieler. Damit stehen wir jetzt vor dem Schalke-Spiel, was wir dann im nächsten Part machen werden. Ihr seht, wir sind auf 4-2 Spiele, 4 Punkte ist in Ordnung. Gegen Köln hat es ja leider nicht sollen sein. War ja auch nicht unsere beste Leistung, muss man einfach mal zugeben. Aber ich hoffe, euch hat dieses FIFA 21 Wochenende auf jeden Fall gefallen. In der Woche werde ich es jetzt wahrscheinlich definitiv nicht schaffen, jeden Tag eine Werder-Folge hochzuladen, weil ich ja auch arbeiten muss. Deswegen werden die Folgen jetzt wahrscheinlich etwas unregelmäßiger kommen. Ich hoffe trotzdem, dass ihr am Start bleibt. Dann abonniert gerne den Kanal, aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr auch nichts und lasst gerne einen Daumen nach oben da, damit könnt ihr mir euren Support zeigen und ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen. Ich bin damit erstmal raus für heute, ich wünsche euch noch einen schönen Restsonntag, Leute, und einen schönen Start in die Woche morgen und damit haut rein, ciao. So oder so, schreien alle synchron, mein Herz schlägt.